Ich muss in die Tierhandlung. Ich muss in die Tierhandlung. Bis auf Weiteres geschlossen. Ich habe kein Glück. Abraham ist nicht hier. Piep, piep. Guten Abend. Oh, guten Abend, Sir. Wissen Sie, warum der Laden von Mr. Solomonowitsch geschlossen hat? Nein, aber vielleicht weiß sein Cousin, der Schuster, mehr. Ich glaube, die Polizei ist gekommen und hat ihm die Tiere weggenommen. Das könnte etwas damit zu tun haben. Wann war das? Erst heute. Die Kinder, die sie neulich bei sich hatten, waren hier und haben darüber geredet. Sie sind zu mir gekommen, weil sie Katzenfutter haben wollten. Sie haben kein Geld gehabt, aber ich habe ihnen trotzdem etwas gegeben. Stimmt etwas nicht? Ach, es ist nur, bei ihnen war ein kleines Mädchen. Genauso alt wie meine Tochter. Sie wurde von den Engeln mitgenommen und ist wie ihre Mutter von uns gegangen. Dr. Watson hat mir von ihrem tragischen Verlust berichtet. Mein aufrichtiges Beileid. Möchten Sie mir davon erzählen? Wie ist es passiert? Eine Krankheit, Sir. Mein armes kleines Töchterchen litt Höllenqualen. Ihr Gesicht und ihr Körper waren von der Krankheit gezeichnet. Ihr Gesicht? Ja, sie sah aus wie ein Geist. Unter welcher Krankheit litt sie? Dr. Gibbons hat versucht, es mir zu erklären, als ich mein kleines Töchterchen zu ihm gebracht habe. Aber ich habe es nicht verstanden. Bestimmt wollte er andeuten, dass ich Schuld an ihrer Krankheit hatte. Verzeihen Sie. Ich will nicht mehr darüber reden. Ich verstehe. Leben Sie wohl. Ich sollte Dr. Gibbons einen Besuch abstatten. Guten Abend, Doktor. Erinnern Sie sich an mich? Ich bin Sherlock Holmes, ein Freund von Dr. Watson. Ah, richtig. Entschuldigen Sie die Unordnung. Ich mache gerade sauber. Ich bin gekommen, weil ich mit Ihnen über einen gewissen Mr. Hardyman reden will. Einen Katzenfutterverkäufer. Er hat vor kurzem seine Tochter und seine Frau verloren. Ja, ich kenne ihn. Wahrlich eine Tragödie. Ich dachte, Sie können mir vielleicht etwas über die Krankheit erzählen, die seine Tochter dahingerafft hat. Die Krankheit hat wohl deutliche Spuren in ihrem Gesicht hinterlassen. Ich will gleich auf den Punkt kommen. Wir reden hier von Syphilis, Mr. Holmes. Wie Sie sicher wissen, wird Syphilis durch intimen Kontakt übertragen. Aufgrund der großen Anzahl von Prostituierten kann sich diese Krankheit hier in der Gegend ungehindert ausbreiten. Der Erreger breitet sich langsam über den gesamten Organismus aus und zerstört ihn. Am deutlichsten sind die Symptome als Pusteln oder Läsionen im Genitalbereich und Gesicht erkennbar. Manchmal rafft diese Krankheit ganze Familien dahin. Der Vater steckt sich bei einer Prostituierten an und überträgt den Erreger auf seine Frau, die wiederum ihre Kinder ansteckt, sei es während der Schwangerschaft oder beim Stillen. Hier in der Gegend ist das keine Seltenheit. Bei manchen Kindern mit angeborener Syphilis, wie auch bei der Tochter von Mr. Hardyman, kommt es zu Missbildungen im Gesicht, was nicht nur den baldigen Tod ankündigt, sondern auch Schande über die Familie bringt. Missbildungen im Gesicht? Ja, ich zeige Ihnen eine Fotografie. Sieht man ein Gesicht wie dieses, weiß man genau, wo die Ursache dafür liegt. Die Augenlider scheinen zu fehlen, ebenso wie die Nase. Die Wangen sehen so aus, als wären sie mit einem Messer verunstaltet worden. Dieser Verlust der Gesichtsstruktur ist oftmals das Geschenk des Vaters an seine Kinder. Kann ich diese Fotografie mitnehmen? Ich sollte sie eigentlich vernichten, aber wenn sie ihren Besitzer dazu veranlasst, vor einem leidenschaftlichen Abenteuer noch einmal gründlich darüber nachzudenken? In diesen Fällen scheine ich immer die richtige Entscheidung zu treffen. Danke, Doktor.
Auf zur Schusterei. Guten Abend, Mr. Solomonowitsch. Ah, Mr. Holmes, wie geht es Ihnen? Ich habe gehört, Ihr Cousin Abraham hat Probleme mit seinem Laden. Was ist passiert? Ach, wenn ich Sie nicht so gut kennen würde, wäre meine Antwort, dass es sich dabei um eine Angelegenheit handelt, die nur unsere Gemeinde betrifft. Aber da Sie durchaus etwas damit zu tun haben, haben Sie ein Recht zu erfahren, was los ist. Ach. Ich habe also etwas damit zu tun? Abraham wurde dabei beobachtet, wie er Ihnen in der Nähe des Imperial Clubs wild gestikulierend etwas erzählt hat. Schnell haben sich böse Gerüchte verbreitet, was dazu geführt hat, dass ihm nun Unrecht getan wird. Eine ehrlose Verleumdung hat die Aufmerksamkeit der Behörden geweckt und auf Abrahams Laden gerichtet. Er beantwortet wahrscheinlich gerade Ihre Fragen. In der Tat habe ich gestern Abend mit Ihrem Cousin gesprochen. Ich bin schockiert, dass diese Unterhaltung ein derartiges Nachspiel hat. Wie ich bereits sagte, es handelt sich um eine Angelegenheit innerhalb unserer Gemeinde. In Zeiten der Not halten wir zusammen, aber wenn nicht, es ist doch überall das Gleiche. Die Folgen von Missgunst und Abneigung können grausam und gnadenlos sein. Das alles klingt sehr beunruhigend. Ihr Cousin kennt einen, besser gesagt zwei der Männer, die am Abend des Mordes auf dem Mitre Square im Imperial Club waren. Einer der beiden, ein Metzger aus Aldgate namens Joseph, hält offenbar Informationen von äußerster Wichtigkeit zurück. Ich muss diesen Mann finden. Vielleicht können Sie mir weiterhelfen? In Aldgate leben Dutzende jüdische Metzger und die Hälfte von ihnen heißt bestimmt Joseph. Außerdem müssen Sie wissen, Mr. Holmes, wir Juden halten uns aus dieser Mordserie lieber heraus und wollen mit diesem Jack the Ripper nichts zu tun haben. In ganz London zeigt man mit dem Finger auf uns und behauptet, ein Jude hätte diese Frauen so zugerichtet. Unsere Gemeinde ist in großer Gefahr, wissen Sie. Da war schließlich diese Sache mit Lipschki und Lederschürze. Ich werde sehen, was ich tun kann, aber versprechen kann ich nichts. Ich wäre Ihnen sehr zu Dank verpflichtet. Gut, dann vielleicht bis bald, Mr. Solomonowitsch. Sie sind immer willkommen, Mr. Holmes. Ich bin lange genug die Straßen von Whitechapel auf und ab gegangen und sollte in die Baker Street zurückkehren, um über die neu gesammelten Fakten nachzudenken. Guten Tag, Holmes. Guten Tag, Watson. Hören Sie, Holmes, ich weiß, ich hätte eigentlich früher kommen sollen, um Sie über meine Nachforschungen in Kenntnis zu setzen, aber dieser Fall ließ mich meine Patienten und meine Frau mehr vernachlässigen, als mir ehrlich gesagt lieb war. Ich konnte mich die letzten Tage um diese Dinge kümmern und bin wieder bereit, die Ermittlungen voranzutreiben. Sie müssen sich nicht rechtfertigen, Watson. Auch wenn ich Sie als Beobachter dulde und Sie mir gelegentlich mit einfacheren Arbeiten unter die Arme greifen, möchte ich Sie dennoch daran erinnern, dass Sie bei diesem Fall keinesfalls unverzichtbar sind. Oh, Sie dulden mich als Beobachter. Das geht zu weit, Holmes. Nun gut, Herr Detektiv. Trotz meiner Abwesenheit habe ich an diesem Fall gearbeitet, dabei meine Ehe aufs Spiel gesetzt und schließlich einen vertraulichen Brief in die Hände bekommen. Sein Inhalt ist äußerst brisant und betrifft Dr. Tumblety und seine Gebärmuttersammlung. Lassen Sie mich sehen.
Ausgezeichnet. Dieser Amerikaner könnte uns noch von großem Nutzen sein. Das ist richtig und noch nicht alles. Ich habe Nachforschungen angestellt und bin dabei auf eine Krankheit gestoßen, die Symptome im Genitalbereich hervorruft und in bestimmten Fällen auch zu Missbildungen im Gesicht führen kann, die den Verletzungen ähneln, die der Mörder dem letzten Opfer zugefügt hat. Der Name der Krankheit lautet Syphilis. Und diese Missbildungen treten bei betroffenen Kindern auf. Das weiß ich bereits seit Tagen, Watson. Wirklich? Hören Sie zu, Watson. Da Sie jetzt eh schon hier sind, können wir auch unsere Ermittlungen vorantreiben. Erinnern Sie sich an die Karte, auf der wir die Wohngegend des Mörders eingezeichnet haben? Ich denke, wir sollten dort ansetzen. Ich habe von einem anderen Mordfall erfahren, der vor dem Mord in der Bucks Row verübt wurde. Ort des Verbrechens waren die George Yard Buildings. Wir sollten den Tatort auf der Karte vermerken und überprüfen, ob er im vermuteten Wohnbereich des Täters liegt. Wir müssen den Mord an Martha Tabram in den George Yard Buildings auf der Karte vermerken. Hier wurde Martha Tabram ermordet. Es gibt keinen Grund, den Tatort aufzusuchen, da ich bereits alle Informationen habe, die wir in dieser Angelegenheit brauchen. Wie Sie sehen, wurde dieser Mord in der Gegend begangen, in der wir den Wohnort und sicheren Rückzugspunkt des Täters vermuten. Allerdings gibt es zwei große Unterschiede zwischen dem Mord an Martha Tabram und der Ermordung von Polly Nichols. Beiden Opfern wurden nicht dieselben Verletzungen zugefügt. Und der zweite Unterschied? Der zweite Unterschied beruht auf dem Gutachten eines Arztes. Dieser behauptet, dass zwei Waffen benutzt worden sein könnten. Und wenn man in diesem Geschäft einer Berufsgruppe nicht blind vertrauen sollte, dann sind das die Ärzte. Nicht wahr, Watson? Passen Sie bloß auf, Holmes! Der Mord an Martha Tabram wurde in einer Gegend verübt, aus der der Mörder, seine Feigheit ist unumstritten, schnell fliehen konnte. Einer Gegend in der Nähe seines Wohnorts. Seinen zweiten Mord musste er weiter entfernt von seinem Wohnort begehen, damit die Polizei nicht beide Fälle miteinander in Verbindung bringt. Da sich sein letzter Mord als ineffektiv erwiesen hat, brach er für seine weiteren Morde in unterschiedliche Richtungen auf, jedoch ohne sich weiter als zwingend notwendig von seinem Wohnort zu entfernen und stets mit seiner Flucht im Hinterkopf. Mein lieber Watson, wir wissen jetzt, wie dieser Mann aussieht, in welcher Gegend er wohnt und dass er direkt oder indirekt von Syphilis betroffen ist. Lassen wir auch die anatomischen Kenntnisse nicht außer Acht, über die er höchstwahrscheinlich verfügt. Aufgrund seiner wohl niedrigen gesellschaftlichen Stellung ist es sehr wahrscheinlich, dass er Metzger ist. Allerdings ist es durchaus möglich, dass er mittlerweile einen anderen Beruf ausübt. Vielleicht war er auch Arzthelfer, wer weiß. Um Klarheit zu schaffen, brauchen wir die Zeugenaussage des anderen Josephs, sowie die von Dr. Tumblety. Wie sollen wir vorgehen, Holmes? Da uns eine Zusammenarbeit mit der Polizei nicht weiterbringen würde und sowieso nicht möglich ist, bleibt uns nichts anderes übrig, als zu warten, Watson. Warten und hoffen, dass wir mit diesen beiden Männern reden können, bevor der Mörder wieder zuschlägt. Ach, endlich! Das war ein langer Arbeitstag. Wie geht es Ihnen, Holmes? Gut, Watson, gut. Ich vermute, Sie haben immer noch keine Neuigkeiten aus Whitechapel. Nein, Watson. Fast ein ganzer Monat ist verstrichen. Wer weiß. Vielleicht hat sich unser Mörder selbst gerichtet, weil er sich seiner Schandtaten bewusst wurde und ihn Schuldgefühle plagten. Auf keinen Fall, Watson. In der Angelegenheit mit der Niere, die als Päckchen verschickt wurde und große Aufmerksamkeit in der Presse erregt hat, haben Sie nichts unternommen. Warum nicht? Als der Mörder die Kreidenachricht an die Wand geschrieben hat, wollte er großen Schaden anrichten. Der dem Päckchen beiliegende Brief war jedoch nur für einen bestimmten Empfänger gedacht und sollte bei dieser Person Empörung auslösen. Der Mörder hat bisher nie etwas getan, das nicht auch einen Nutzen bringt. Um zu belegen, dass die Kreidenachricht in der Goulston Street von ihm stammt, hat er einen eindeutigen Beweis zurückgelassen.
das Stück der Schürze. Kann man diese Niere wirklich als ebenbürtigen Beweis ansehen? Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass sich unzählige Briefe auf Ihrem Tisch stapeln. Wäre es nicht an der Zeit, sich eines anderen Falls anzunehmen? Keinesfalls, Watson. Ich glaube, dieser Joseph scheut davor zurück, mich zu treffen. Wahrscheinlich fürchtet er sich vor dem Mann, den er gesehen hat. Ein Mann, der berüchtigt ist für seine Grausamkeit und seinen Hass gegen die Juden. Leute wie diese gibt es in Whitechapel sicher viele. Aber ich habe dennoch Hoffnung. Und was Dr. Tumblety betrifft... Wir haben ihn gefunden, Mr. Holmes! Wir haben ihn gefunden! Wen meint der Junge? Dr. Bumblebee! Er wurde von den Bullen eingelocht, aber sie haben ihn wieder laufen lassen. Und er hat sich immer umgesehen, als hätte er große Angst. Der will sich aus dem Staub machen. Watson, das ist die Gelegenheit. Das Spiel hat wieder begonnen. Hoffen wir, dass Tumblety seinen riesigen Koffer holt. Und du, mein kleiner Freund, vielen Dank, dass du mir die Last von den Schultern genommen hast, die ich fast einen Monat lang zu tragen hatte. Er ist hier, der Arzt ist hier, oben in seinem Zimmer. Ich habe ihn durch meine Haustür beobachtet und gesehen, wie er die Treppe hinaufgegangen ist. Ich glaube, er hat eine Pistole. Haben Sie bezüglich des großen Koffers das gemacht, was ich Ihnen gesagt habe? Ja, ich habe ihn mit Steinen gefüllt und dann abgeschlossen. Sollen wir die Polizei rufen? Nicht notwendig. Gehen Sie in Ihre Wohnung und verschließen Sie die Tür. Wenn Sie einen Schuss hören, schreien Sie so laut, wie Sie können. Watson, wir müssen diesen Mann um jeden Preis entwaffnen, bevor wir versuchen, ihn zur Rede zu stellen. Kommen Sie und halten Sie Ihre Pistole bereit. Keine Bewegung, oder ich schieße. Wer? Aber was geht hier vor sich? Bravo, Watson. Ich nehme alles zurück, was ich über Ihre unbedeutende Rolle in unseren Ermittlungen gesagt habe. Hören Sie, Herr Polizist. Ich habe Ihren Kollegen auf der Station bereits alles gesagt, also? Auch wenn Sie es nicht glauben, Sir, aber wir sind nicht von der Polizei. Wir sind hier, weil wir uns mit Ihnen über menschliche Organe unterhalten wollen. Ein Thema, das Sie sehr zu interessieren scheint. Was? Aber wer sind Sie? Wir sind diejenigen mit dem Finger am Abzug. Hören Sie, Tumblety, sagen Sie uns alles, was Sie wissen, und Ihnen bleibt der Strick oder eine Kugel erspart. Haben Sie in den letzten Monaten versucht, an weibliche Fortpflanzungsorgane zu gelangen? Darum geht es also... Ach, ihr Engländer, hören Sie, ich bin tatsächlich im Besitz einiger pikanter Sammlerstücke. Sie sind mir lieb und teuer, und ich lasse keine Gelegenheit aus, um sie meinen Freunden zu zeigen, egal zu welchem Anlass. Wenn Sie wüssten, was in mir vorgeht, wenn ich die jungen Männer dabei beobachte, wie sie mit großem Erstaunen und Ekel ihre Blicke über diese weiche und schwabbelige Haut schweifen lassen, die sie sonst immer mit inbrünstiger Leidenschaft anbeten. Frauen stoßen mich ab, Gentlemen. Sie gehören mit zu den Schlimmsten, was die Natur jemals hervorgebracht hat. Sie lügen, sind eingebildet und vor allem ekelerregend. Nein, meine Herren, wir Menschen sind nicht dafür geschaffen, uns mit diesen Tieren zu beflecken. Und es ist meine Aufgabe, meine Mitmenschen zu belehren, wie es schon die alten Griechen getan haben. Ich weise ihnen den Weg zu maskulinen Bindungen, da nur sie unserer Intelligenz würdig sind. Mein Gott, dieser Mann hat seinen Verstand verloren, Holmes. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Haben Sie versucht, in den Besitz von weiblichen Organen zu gelangen? In der Tat, aber das ist lange her. Damals habe ich in Liverpool gelebt und einige meiner Ausstellungsstücke haben an Frische verloren. Aber trotz der beträchtlichen Summe, die ich geboten habe,
sind die Universitätskliniken meiner Bitte nicht nachgekommen. Sie haben befürchtet, dass schlecht über sie geredet werden könnte, natürlich. Mir sind noch nie überheblichere Menschen begegnet als englische Ärzte. Bla, bla. Immer müssen sie mit ihrem arroganten Geschwätz angeben. Und sobald... Halten Sie den Mund, Tumblety. Also, sind Sie der Mann, der all diese Frauen ermordet hat? Ja oder nein? Bedauerlicherweise nein. Wäre ich an weiteren Gebärmüttern für meine Sammlung interessiert gewesen, hätte ich sie aus den Vereinigten Staaten kommen lassen, wo mich der ganze Spaß viel weniger kosten würde als hier. Oder ich hätte in London ein paar Goldmünzen auf den Tisch einer Leichenhalle oder eines Krankenhauses gelegt und sie hätten mir die Organe mit Handkuss verkauft. Ganz zu schweigen von dem hohen Risiko. Zuletzt waren Nieren das große Thema, nicht wahr? Ich denke, ich könnte schon morgen eine Niere für weniger als ein Pfund beschaffen. Langer Rede, kurzer Sinn, Gentlemen. Ich kenne Ihren Mörder nicht, ebenso wenig seine Beweggründe. Aber sollten Sie ihm eines Tages über den Weg laufen, bestellen Sie ihm Grüße und meinen tiefsten Respekt. Jetzt sind Sie zu weit gegangen. Beruhigen Sie sich, Watson. Lassen Sie sich nicht provozieren. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe, Doktor. Und wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, verlassen Sie England so schnell wie möglich. Jeder weitere Tag, den Sie in diesem Land verbringen, stellt eine große Gefahr dar, der sich ein intelligenter Mensch eigentlich nicht aussetzen würde. Und meine Pistole? Ohne die Pistole wird es für Sie sogar noch gefährlicher. Können wir diesem Mann Glauben schenken, Holmes? Er kann nicht der Mörder sein. Und seine Geschichte bezüglich der Organe klingt schlüssig. Aber wir können es uns nicht erlauben, selbst das geringste Risiko einzugehen. Ich werde meine kleinen Informanten aus der Baker Street damit beauftragen, ihn im Auge zu behalten. Hört her, Kinder. Wenn Tumblety die Pension verlässt, folgt ihm unauffällig. Und gebt mir morgen so früh wie möglich Bescheid, wo er sich aufhält. Verstanden? Verstanden, Captain. Sie sind schon fertig, Holmes. Was gibt es Neues? Ich warte bereits seit mindestens einer Stunde auf Sie, Watson. Wie es scheint, hat sich eine neue Tragödie ereignet. Die kleinen Informanten waren hier und haben mir eine Adresse gegeben. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wo genau wir suchen müssen. Versuchen wir es trotzdem. Zur Not helfen uns die Kinder weiter, sofern wir ihnen über den Weg laufen. Wir kommen nicht weiter, Holmes. Doch, Watson, wir nähern uns der Straße, die ich vermutet hatte. Aber ich war mir erst etwas unschlüssig. Deswegen haben wir einen Umweg gemacht, um wirklich sicher zu gehen. Wenn ich den Namen sehe, weiß ich Bescheid. Warum bin ich nicht gleich darauf gekommen, Holmes? Der große Sherlock Holmes kann sich ja nicht...